das denn? Hey, hallo? Ach nee, musst du den hier auch auf dem Bürgersteig abstellen? Entschuldigung, ich kann doch nicht wissen, dass hier irgendeine scheintote Pelzoma mit ihrem Riesenkarren hier... Olli? Bastian! Sag mal, was machst du denn hier? Ja, du, ich wohne hier. Also, wie ihr seid heute. Das ist meine Freundin Anne. Ach. Hallo, bin der Olli. Anne. Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Ja, ich bin selbst ganz überrascht. Wo wohnt ihr denn jetzt hier eigentlich? Wir? Ja, du. Hier so. Ah, okay. Bastian. Hm? Ach so, ja, Kleinigkeit, Olli. Du bist gerade über unseren Präsentkorb gefahren. Ach, danke. Das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Sehr lustig, Olli. Aber wie du es gewohnt bist, lachen nicht allzu viele. Das war das Begrüßungsgeschenk von unserem Hausmeister. Ach so. Gut, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Hier. Ich gebe dir einfach jetzt mal... Ach, jetzt habe ich wieder nur die ganz großen Scheine dabei, das tut mir leid. Aber wie wär's denn hiermit? Wenn du damit gewinnst, dann kannst du deinem Hausmeister 100 von diesen Präsentkörben kaufen. Und noch einen speckigen Hut obendrauf. Ein Rubbel los. War natürlich nur ein Spaß. Kauf das Scheißding einfach neu und schmeiß uns die Rechnung in den Kinderwagen. Die Sandy fährt hier oft genug die Straße hoch und runter. Alles klar. Hier, dann Rubbel los. Nee, komm, brauch ich nicht, da habe ich noch genug von. Die Sandy ist ja ganz verrückt nach den Dingern. Echt? Na gut, was soll sie auch anderes machen? Kochen kann sie nicht, Boutiquen gibt's hier nicht. Und die Autohäuser hat's jetzt auch schon so langsam durch. Also von daher kann ein Tag in der Gegend ganz, ganz lang werden. Wirklich? Du, ich muss jetzt auch los. Komm doch einfach mal zum Essen vorbei. Wir wohnen hier vorne direkt in der 18. Und ich denke, Sandy kann nicht kochen. Ja, deswegen wäre ja auch ganz gut, wenn ihr was zu essen mitbringen könntet. Sag mal, warum parkst du eigentlich hier, wenn du da hinten wohnst? Der alte Opa, der hier wohnt, der regt sich immer tierisch auf, wenn man hier parkt. Und ich finde das eigentlich ganz lustig. Ciao, ne? Das ist also Oliver Pocher. Du, wenn der betrunken ist, ist der völlig in Ordnung. Er trinkt nur leider nie. Ach, guck mal. Warum haben die denn das Schwiegermonster hier aufgehängt? Wieso, wer ist denn das? Das ist Vera Entwehen. Stimmt. Ich brauche eine neue Brille. Direkt neben Adam Sandler. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo ist unser Bild?